Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Chaos auf Deponia. Wir haben nichts mehr im Inventar, außer die Fernbedienung. Wir haben im letzten Part zu dem Donner Goal aufgehalten mit unseren tollen Torpedodelfinen und ja. Hallo Boso. Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da waren. Tja. Hey Boso, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Boso, du hast dich wirklich kein Stück verändert. In den 2 Tagen. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Ohne Ausrüstung tauche ich bestimmt nicht in diese Brühe. Ja, ich hätte da noch diesen alten Taucheranzug. Passt rein. Du, ich weiß nicht, ob man den nochmal benutzen sollte. Das Luftrohr hat Sporen angesetzt. Von sowas kann man Krebs bekommen. Wie von deinem feigen Gesülze. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Verdammt zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Okay. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Das ist eine Vogel. Der Anzug würde eine hervorragende Wasserbombe abgeben. Aber ohne Abfüllhilfe setze ich nur wieder das ganze Boot unter Wasser. Und Boso hat gerade keine Zeit zum Feudeln. Oder vielleicht hier an den Haken. Ah! Passt! Okay. Was hast du vor? Willst du in... Natürlich! Oder... Träum weiter. Dann willst... Jetzt hör... Warum kannst du... Entschuldigung. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blubberdi blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Genau. So wäre ich auch in den Taucheranzug gestiegen. Okay. Das kann ja was werden. Sieht schon so vielversprechend aus. Nicht. Knopf. Ah ja. Hä? Was soll ich denn hier eigentlich machen? Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Oh. Blubberdi blub blub. Ah ja. Ah,
Okay, dann einfach wieder hoch. Fragezeichen. Hä? Achso, und jetzt kann ich die Luke aufmachen dementsprechend, oder wie? Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Bozo, hilf mir! Hey, Bozo! Hey, ruf, was liegt an? Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat! Ich habe einen buschigen Bart! Und alle haben Angst vor mir! Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Wow. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Vielleicht kann ich hier drin noch was Nützliches finden. Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend! Fast schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du, Rufus, ich weiß nicht... Vertrau mir. Das wird ein Kinderspiel. Nein, ich wollte... Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Da sind nur noch Reste drin. Was ist... Sei mal nicht... Ich habe schon... Ich habe zwei Schläuche. Vielleicht kann ich die noch am Taucheranzug anbringen. Doc, was kannst du dazu noch sagen? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Langer Schlauch. Ah, so habe ich dann doch praktisch eine Puppe für die Delfine, oder? Wasserhahn. Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson. Die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Ja, dann lass doch mal runter. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Oh je. Das ist eine Vogelscheuche gegen... Wow. Ich bezahle dich ja auch nicht für... Du bezahlst... Was denken mit... Hey, Bozo! Hey, Rufus, was liegt an? Ja, du sollst das runterlassen. Was mache ich denn bloß wegen... Keine Ahnung, die Viecher scheinen... Ja, ich habe doch jetzt aber diese Dummy-Puppe. Ich probier mal was. Tu das, ich such schon... Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Ja, eben. Deswegen runter.
Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten 3 Besuche im Spiegelkabinett vermiest. What the fuck? Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Ich schalte Goal nochmal um, vielleicht bringt das hier noch irgendwie was Schönes. Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goal. Hm. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Mensch, Boso. Hey, Boso. Hey, was liegt an? Lass das Ding runter. Oh. Ich probier mal. Tu das, ich such. Wie kann ich das denn runterlassen, Mann? Das ist eine Angel. Na, Drach, ja. Wein. Dann verbiss. Lampen. Als erfahrener Nautiker kenne ich natürlich die Bedeutung dieser Positionslampen. Sie stehen für Backbord und Steuerbord. Und für all die anderen Krankheiten, die man bekommt, wenn man die Zähne nicht richtig putzt. Was? Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Stimmt. Aber konnten wir die Kerze sonst nicht irgendwie als Wachs benutzen, um hier einen Griff das dran zu machen? Ich würde sie ja ausräuchern, aber ich sehe keine Lüftung. Sehr seltsam. Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Okay, dann gleich nochmal. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Oh. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Okay, jetzt haben wir unser Gesicht in der Tür, das ist gut. Aber ich muss irgendwie noch das Wachs zum Schmelzen bringen. Das war geil. Wie kann ich das denn... Ah ja. Hier vielleicht in diesem Topf erhitzen. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Sehr gut. So, raus. Stimmt, weil die Puppe ist den Delfinen ja noch nicht echt genug. Sie brauchen noch mein Gesicht. Ja. Das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Perfekt. Also der Abdruck ist ja wie gemalt. Kein Wunder bei dem dankbaren Motiv. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Darf ich noch was zu Delle an das sich? Ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Sehr schön. So, jetzt hey, aber. Hey, Boso. Hey, Rufus. Was liegt an? Runterlassen, genau. Hier. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja. Aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht.
Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oha! Egal, was du gemacht hast, sie sind wirklich sauer. Ich habe die Kinder nicht zu Thunfisch verarbeitet. Ich wollte das doch gar nicht. Und falls ihr das eben gehört habt, bei der Explosion, dieses Drrrr, das war ein Controller, der auf dem PC gelegen hat, der am PC angeschlossen ist und deswegen jetzt vibriert hat. Okay, jetzt habe ich... Habt ihr dadurch nicht irgendwas Tolles? Ach nee, jetzt kann ich rein. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ja, weil die Delfine müssten ja jetzt weg sein, oder? Hoffe ich, denke ich, wie auch immer. Guck hier! Oh. Oh je. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Ausreichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Rotzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Was auch immer. Ja, wir haben es irgendwie geschafft, mit Ausprobieren weiterzukommen. Und jetzt geht das Spiel noch ungefähr höchstens eine halbe Stunde. Dann haben wir es durch. Aber ich erinnere mich, dass dieses Rätsel hier scheiße schwer war. Deswegen werde ich vorher definitiv speichern. Für den Fall der Fälle, dass ich nicht, nicht gut genug bin, sag ich mal. Um das zu schaffen, wovon ich schon fast ausgehe. Wir können noch kurz mit Doc quatschen. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's schon. Genau. Okay, ja, so geht's mir auch.
Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler. Bestenfalls werden deine Gene... Also nicht... Wer erzählt denn sowas? Oh. So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Dann was? Entschuldigung, dass ich das Ende gerade weggeklickt habe, deswegen machen wir es nochmal. Kennst du dich mit diesen... Du spielst... Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Also nichts, was ich nicht wieder rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So wenn zwei... Okay. Wissen wir das jetzt auch? Wo ist Boso, genau? Wo ist Boso? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ja, typisch. Ja, eine Sekunde vergangen. Seid ihr schon weitergekommen? Seid ihr vorangekommen? Es würde schneller gehen, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Genau. Na gut, dann wär's das mal. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Das war nicht das, was er gesagt hat, aber egal. Das ist halt typisch Rufus. Warum hasst du mich denn? Man muss Rufus nicht hassen. Ich meine, ich habe ihn am Anfang auch gehasst, aber das ist was anderes. Du bist ja jetzt schon so lange mit ihm auf Tour, sag ich mal. Du müsstest dich langsam dran gewöhnt haben. Obwohl, ob man sich daran gewöhnen kann, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Würde ich wahrscheinlich auch nicht tun, aber egal. Wie gesagt, Spiel geht noch ungefähr höchstens eine halbe Stunde, dann haben wir es durch. Je nachdem, wie lange ich für dieses scheiß Rätsel hier brauchen werde. Und, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder zum wahrscheinlich schon großen Showdown. Oder dem vorletzten oder vorvorletzten oder vorvorvorvorletzten Part des Showdowns, wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!